Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Ja, wir sind wieder bei der Penny und Korga. Und ja, wie ihr hier gerade seht, es ist ein anderes Haus. Das andere Haus, was hier vorher stand, das große, war plötzlich nicht mehr da und Penny und Korga standen auf Deutsch gesagt auf der Straße. Und ich wusste nicht, woran es liegt. Deswegen habe ich jetzt einfach mal dieses Haus hier genommen und ja. So, ich habe auch schon ein bisschen was eingerichtet. Also für Korga sein Zimmer, Penny und hier ein Esstisch, ein bisschen eine Couch und eine Anlage. Und dann gucken wir mal eben weiter. Also, ich habe vor, heute die beiden ein bisschen romantisch. Bisschen romantisch werden zu lassen, dass die beiden sich danach auch ein bisschen verstehen. So. Was möchtest du machen? Du möchtest in den Whirlpool gehen. Ja, kannst du tun, von mir aus. Aber er trinkt mir nicht. In der Folge der mit Familie Reich habt ihr gesehen, dass es ein bisschen gehakelt hatte. Kannst du mal Frühstück machen? Ne, geh mal Frühstück servieren. Mach mal gefüllte Waffeln. Hör auf, im Bett zu liegen. Du kannst mal auf Toilette gehen. Hör auf. Und ja, wie ihr seht, habe ich hier auch einen Zaun rumgezogen. Da steht random einfach mal so ein Schild. Ne, keine Aktion verfügt mehr. Ach, hier ist doch eine Tür. Oh. Jetzt habe ich gerade gesehen, dass hier ein Stück Zaun fehlt. Aber, ach ne, okay. Ist vom Beet. Dann kannst du nämlich gleich was essen, wenn du fertig bist. Hier ist also ein Spiegel. Kann ich Romantik üben. Ja, dann erstmal, wer steht vor meiner Tür wieder? Achso, der kommt zur Postbote schon wieder. So. Also, wie schon gesagt, da kannst du die Reste wegnehmen. Wir haben immer noch 50.000. Da können wir überlegen, was wir damit jetzt noch machen. Oh, die beiden verstehen sich jetzt gerade noch nicht, aber das wird ja gleich bestimmt. Ja. So, oh ja. Quatsch noch mal ein bisschen schneller. So, okay. Danach kannst du umarmen, freundschaftlich. Der liebe Korga ist ganz schön dick, aber das macht ja nichts. Guck mal, hier ein schönes Bild. Reden, plaudern. Ja, räum das jetzt auch. Oh, räum es doch weg. Warum räumst du den Teller nicht weg? Wo gehst du? Ich wollte gerade sagen, schmeiß jetzt aber nicht den Teller weg. Du fettes etwas. Boah, räum den Teller noch weg. Abspülen. Ne, das wegschmeißen. Wehe. Hallo, der Teller ist teuer. Na, von mir aus. Mach das. Freundest du dich bitte mit der an?
Nase und aber selber. Und aber. So, mein Leibart, Nase. Wo dille? Wo dille? Was da? Wie nah? So. Gehen wir auf Spielen. Ball werfen. Ja. Ah, jetzt habe ich gar nicht auf die Ohren geguckt, weil ich aufgenommen habe, aber egal. Dann kannst du hier mal ein bisschen Romantik üben gleich. Musst du arbeiten oder so? Ach, du hast noch gar keinen Job? Egal. Was möchtest du denn haben? Ein Bücherregal kaufen. Das kann ich machen. Wo war das? Bei Hobbys, genau. Da, Ich will so ein schickes haben. Richtig denn hin. Ja. So, dein erster Wunsch hat sich erfüllt. Was möchtest du machen? Ein Sauberkeitspunkt erlernen. Unbekannten treffen. Huch. Log ich das mal für dich ein. Hast du jetzt vor? Was will die hier? Jennifer Fröhlich. Was macht die hier? Was? Ich habe aber keinen eingeladen, ne? Was zur Hölle machen die hier? Ja, auf Wiedersehen. Chunji! Jetzt muss ich warten, bis die alle wieder raus sind. Mein Gott. Ja, egal. So. Ja, hast genug Ball gespielt. Ist ja Romantik üben. Ah. So, du kannst Vögel beobachten von mir aus. Möchtest du mit wem bist du eigentlich alles schon befreundet? Robin Singer. Jasmin Song. Benjamin Zimmer, Alfred Adam, Hugo und ein kleiner Stalker wieder. Wo bist du? Oh, jetzt sind sie abgehauen, okay. Kannst du mal abspülen? Ja. So. So, was ich den beiden jetzt auch noch kaufen werde, ist ein Auto. Kannst du da mal ein bisschen dran arbeiten? Eine Karosserie. Ich habe nämlich gesehen, dass man Tatsache mit dem Auto fahren kann. Mega. Also, schon wieder diese Leute, die meine Zeitung wieder lesen. Haben die keine eigenen Zeitungen? Oh, Geräuschpegel auf höchstem Niveau. Mal eben leise stellen. Stimmleiser, Soundeffekte leiser, Musik. Also, lass nur Umgebungen. Okay. So. Also ist so okay. So, jetzt dir. Ach, ein Charisma-Punkt. Ein Sim-Schrott-Auto von Gott. Oh.
Da kannst du mal gut aufhören, kannst du baden, dann kannst du betrachten, ja, nichts betrachten, ach, schlafen und da bist du so. Gut jetzt. So, warte, Fähigkeiten, Belohnungen. Karrierebelohnungen, nein. Also hier, das werde ich mir auch irgendwann holen. Oh, vor Business hoffe ich doch. Und dann können wir unser eigenes Geschäft eröffnen. Voll cool. Dann mache ich immer ein bisschen, dass er sein Punktchen fertig kriegt. Ja, ist gut. Ja, kannst du jetzt benutzen, kannst du schlafen. Man muss nur eigentlich arbeiten. Ich glaube, um 4 Uhr nachts war das, ne? Ja, um 22 Uhr, okay. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Ein Kochwettbewerb gewinnen, ja. Wer ist das hier? Andrea, keine Ahnung. Geh einfach von meiner Haustür weg. Husch, hau ab. War doch gerade der Benjamin, wa? Ey, bleib doch stehen. Bleib stehen, wenn ich mit dich rede. So. Deine Energie ist super, dann kannst du Reste nehmen. Ja, kannst du auf Klo gehen. Danach kannst du den Teller hier abspülen, was? Ja. Dann kannst du wieder meine Teller abspülen. Und dann dort gut mit dir. So, deine Energie ist super. Ich brauche aber gerade mal einen Computer, den wir noch nicht haben. Deswegen kaufen wir den jetzt. Einmal einen Tisch. Falsch. Tisch ist da. Einfach so ein billiges Ding. Pack ich dann dahin? Oder kommt er da schon wieder nicht rum, wenn da ein Stuhl steht? Ne, kommt er nicht. Ach egal, versuchen wir, wir probieren jetzt einfach aus. Er kann ja auch von hier rauskommen. Achso, ein PC wollte ich haben jetzt. So, hab ich jetzt den. Komm, kriegst du mal einen Laptop. Hast du mehr Platz auf dem Schreibtisch? Oh, dann stell dir mal auf, dann kannst du dir einen Job suchen, mein Freund. Wir wollen ja nicht Hartz IV werden. Nichts gegen Hartz IV-Empfänger, ich bin selbst einer. Noch nicht mehr lange. So. So. Und danach gucken wir, das werde ich trainiert kriegen. Korger. Freistelle, Archie. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, oha. Wir gucken dann mal weiter. Was wir noch so für dich haben, mein Freund. Ach, sie hat heute frei, okay. Verbrecher, Taschendieb. Nehmen wir den doch an. Und sie hat heute Abend frei. Je, geil. So, zu Grundstück gehen,
Was ist das? Ja, du brauchst nicht mehr da, was du gerade drin, mein Freund. Kannst du einen Teller nehmen? Wieder die Kinder draußen. Hoffentlich hört man das jetzt nicht in der Aufnahme. So, was du? Abspielen, okay. Aber nicht das Essen da. Achso, ja, okay. So. Kannst du das gleich mal sauber machen? Ich glaube, die Wanne kannst du auch sauber machen. Mein Gott. Korra hat wieder ein Benehmen wie so ein 7-jähriges Kind. Aber ein 7-jähriges Kind darf es. Ausschalten. So. Was ist mit dir los? Du hast fertig gegessen, ne? Buch lesen. Kochbuch. Drama. Einmal. Ach. So. Lernen. Erziehung. Lerne ein bisschen Erziehung, wenn du später mal ein Kind hast. Und glaub mir, das wird kommen. Du solltest den ausschalten und dich nicht daran setzen, meine Liebe. Du mich verarschen? Tu doch erstmal was im Haushalt. Erst was im Haushalt. Und dann kannst du hier draußen wieder arbeiten an der Karosserie. So, du bist schön am Lernen und du machst das, was ich dir gerade aufgetragen habe. Bett machen. Auch Frauen können an Autos arbeiten. So. Diese, das Auto wird hübsch. Nur mit dem Motor klappt es dann halt noch nicht so ganz, aber. Boah, ich hasse das, wenn das Telefon immer so um 1 Uhr nachts schellt, ey. Aber egal. Das Thumbnail habe ich schon mal. Ach. Geh aus der Wanne. Sag dem Typen, weil du keinen Bock auf den hast. Hallo, mir ist zu Ohren gekommen. Ja, schön. Wo? Wo der Telefon da war, anders hinpacken. Immer die Sims, die immer. Oh. Genau. Wollte ich gerade anklicken, dass du noch schlafen gehst. Dann kannst du ja noch machen. Okay, du gehst schlafen. Wie geht es dir, mein Friend? Du kannst noch ein bisschen lernen. Ein bisschen Erziehung lernen. Ich spule jetzt mal ein bisschen vor hier. Dass du deinen Punkt da oben noch voll kriegst. Und dann kannst du nämlich in der Dusche gehen, auf Klo gehen und dann kannst du schlafen gehen. Ich glaube, ich weiß jetzt, was Babys immer so brabbeln. Ja, dann, baden. Benutzen. Schlafen. Ja, dann geh mal, hopp, husch. Mach dich da rein. Dann
So, jetzt machen wir ein bisschen vor, dass das nicht so lange dauert. Aber ich komme an Einbrecher, dass ich ihn erwischen kann, wie er hier einbricht. Ich war gerade da. Schlafen wir jetzt bloß in der Wanne ein. Na, ja, Penny stinkt schon wieder. Ich kann dann gleich baden. Kannst du Frühstück servieren? Ne, warte. Dann kannst du das hier mal abspülen. Da kannst du Frühstück servieren. Na, wie geht's ihm? Oh, ein bisschen zu weit. Warum leuchtet das? Ist er noch an? Muss ja. Na, ein bisschen schneller hier. Noch ein bisschen schneller. Ich glaube, ich muss den gleich mal ein anderes Bett holen. Oh, wer ruft denn da schon wieder an? Das ist immer so eine Sache bei den Sims. So. Ich fahre für... Oh. Was ist denn? Kommst du da nicht dran? Boah. Hey, Cora, kann ich? Nein, kannst du nicht. Meine Alte ist gerade heute am Machen. Oh, was hast du für Probleme? Hunger. Was? Ich glaube, ihr braucht eine größere Küche. Oh ja, warte. Hier hingehen. Geh schneller, mein Freund. So. Ich glaube, das ist der Messerblock hier. Also, ich muss auch nicht da hinstellen. Kann ich nämlich da noch eine Küchentheke hinmachen. Okay, da geht es gerade nicht. Aber vielleicht da. Gott. Ich glaube, ich habe gerade mal wieder eine Theke nach draußen gestellt. Wenn? Ja. Oh, bereite das zu, Mann. So, dann haben sie auch Platz, um ans Telefon zu kommen und Platz, um zu kochen. Ach, Mann. So, was machst du wieder? Was ist das? Ja, eine Küchenzeile ist das. So. Boah, hör auf. Es. Oh, ich glaube, du müsstest arbeiten, mein Freund. Oder? Ja. Ach, mein lieber Korga, dann war es das mit Frühstück und zur Arbeit gehen. Beeil dich, hopp. Ja, ja, ist ja gut. Oh, kann Penny gleich die Rechnung zahlen, wir haben ja noch genug Kohle. Tschüss, beeil dich. Was, du Postbote? Dagmar. Dagmar wieder begrüßen. Nee, hau ab, tschüss. Von Müsli müsste man eigentlich satt werden. Abspülen.
Hallo, das sollst du essen, du dusselige Nuss. Egal, so, dann Post holen, wer bist du? Aha. Gut. So, ein bisschen schneller, meine Liebe. Alle Rechnungen bezahlen. Jetzt muss ich das erst auf den Tisch legen, dann erst zum Briefkasten latschen. Ah, ne, doch nicht. Okay, ich habe erst gedacht, die Leute jetzt erst zum Briefkasten, dann wieder zurück und dann wieder zum Briefkasten. Zum Mittag servieren. Kannst du mal Sandwiches machen? Du hast immer noch Hunger. Und danach kannst du wieder im Auto weiter basteln. Karosserie. Hier können wir nichts gerade machen auf Arbeit. So. Ach, guck mal, ich habe hier noch den Geldbaum hier. Nur wie geil. Was ist das denn? So, wo kann ich denn jetzt nochmal die Fähigkeiten sehen? Persönlichkeit, ne, das war es jetzt nicht. Hobbys. Verbrecher. Kochkunst. Bot. Fitness, ein Levelpunkt. Bastelarbeit haben wir aber auch mittlerweile schon zwei, das ist ja super. Erinnerungen. Meine Anteile. Graues Haar. Habe ich dir natürlich ausgesucht? Ich habe keine Ahnung. Gott. Lass dir weglegen. Kannst du danach machen? Was hier? Ach so. Oh. Ein Kochfähigkeitspunkt erhalten. Lock ich das ein, weil dann können wir vielleicht ein bisschen schneller. So. So, kannst du nochmal benutzen. Kannst du das machen? Kannst du den gießen? Ja, kannst du schlafen. Mach mal nur eben schnell, weil ich hab. Du schon wieder? Was willst du? Ach, Armin Sims. Wow. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, das war es wieder von dem Let's Play. Das kommt auch sofort online, also nehme ich es jetzt gerade auf. Und ja, ich würde sagen, das war es wieder von diesem Let's Play. Wenn euch dieses Let's Play gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, ein Abo, Kommentar und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr keine, dass ihr die Benachrichtigung bekommt, dass ich ein Video hochgeladen habe. Ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in einem nächsten Part. Bis dahin und tschüss. So, alter Felser. So, brauchst du denn OBS jetzt noch? Also jetzt gerade nicht.